Warum macht meine Katze das eigentlich? Habt ihr euch Fragen wie diese schon mal gestellt? Dann seid ihr hier richtig bei unserer Warum-Serie. Wir analysieren das Verhalten unserer Haustiere und klären euch über ihre spannendsten Eigenarten auf. Heute gehen wir dieser Frage auf den Grund. Warum putzt sich meine Katze so viel? Katzen gelten allgemein als sehr reinliche Tiere. Immer wieder widmen sie sich ihrem ausgiebigen Putzritual und schlecken und lecken ewig ihren Pelz. Das machen sie aber gar nicht unbedingt, weil sie schmutzig sind. Das Putzen hat auch andere Funktionen. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Über 3 Stunden am Tag kümmern sich Hauskatzen um ihre Fellpflege. Die winzigen, kleinen, pieksigen Häkchen auf der Zunge helfen ihr dabei, lose Haare, Kletten oder Parasiten aus dem Fell zu bekommen. Beim Lecken zerrt und zupft sie immer wieder an ihrem Fell. So wird die Durchblutung der Haut angeregt und die Talgdrüsen sondern Fett ab. Dieses Fett ist wichtig, damit der Pelz immer schön geschmeidig und auch wasserabweisend bleibt. Zusätzlich behält die Katze so ihren ganz eigenen Duft, der von Nachbarskatzen schon aus weiter Ferne erkannt werden kann. Leider reagieren manche Menschen allergisch auf Katzen. Wusstet ihr, dass das meistens gar nicht an den Haaren liegt, sondern am Katzenspeichel? In dem Speichel sind Eiweißstoffe enthalten und diese können allergische Reaktionen auslösen. Die Zusammensetzung des Speichels ist hormonell bedingt und bei jeder Rasse verschieden. So kann es sein, dass ein Mensch nur auf ganz bestimmte Katzenrassen allergisch ist. Der Putzinstinkt ist übrigens genetisch bedingt, also sozusagen angeboren. Aber um ein echter Putzprofi zu werden, geht die Babykatze erst mal 6 Wochen in die Putzschule der Mamakatze. Ältere oder dickere Katzen kommen oft nicht mehr an jede Stelle ihres Körpers und benötigen Hilfe. Auch Langhaarkatzen solltet ihr unterstützen. Mit Kamm und Bürste könnt ihr die losen Haare auskämmen, damit das Fell nicht verklettet oder verfilzt. Sollte sich das Putzverhalten oder das Fell auffällig verändern, solltet ihr einen Tierarzt um Rat fragen. Schuppen, stumpfes Fell oder wunde Körperstellen können auf Erkrankungen, Mangelerscheinungen oder auch Stress hinweisen. Hat euch die Erklärung geholfen, eure Katze besser zu verstehen? Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen hoch. Wie viel putzt sich eure Katze? Schreibt uns in den Kommentaren. Ihr wollt wissen, welche Warum-Frage wir als nächstes klären? Ein Klick auf die Glocke und schwupps verpasst ihr kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Mau, mau.